Hallo und willkommen in der Werkstatt heute. Diesmal habe ich mal wieder was aus dem Schwimmbad. Und zwar hier ein Kombitrol Level. Das ist also eine Einheit, die kann die Poolpumpe zeitsteuern. Eine Funktion, die wir hier nicht nutzen. Die kann einen daran erinnern, wenn rückgespült werden muss. Die kann den Füllstand im sogenannten Schwallbehälter regulieren. Schwallbehälter ist also vom Prinzip her, wenn man jetzt ins Becken reinsteigt, dann muss das Wasser irgendwo hin. Das heißt, irgendwo unter dem Schwimmbecken ist da also immer irgendwo ein Behälter, wo das Wasser rein kann. Das ist so die Hauptaufgabe. Und das Ding steuert halt die Filterpumpe. Es ist eben auch eine Überwachung, eine Durchflussüberwachung da. Wenn zu lange kein Durchfluss ist, dann schaltet das sicherheitshalber die Pumpe ab. Weil könnte ja sein, das Wasser läuft sonst wohin und nicht ins Becken. Was kann es noch? Ach ja, Temperatur, genau. Die Heizung wird auch hier durch das Gerät gesteuert. So, und hier ist das Problem, dass die Daten hier in so einem, mit Hilfe von so einem Supercap oder ja, so ein Ultracap, meine Güte, Deutsch, schwere Sprache. Kondensator mit so einem Superkondensator hier gespeichert wird. Wird praktisch hier die Echtzeituhr gepuffert und dann sind halt ein paar Sachen, die da gespeichert werden. Unter anderem wird dort auch der Betriebszustand gespeichert. Das heißt, da wir ja hier keine Zeitschaltung nutzen, sondern unser Schwimmbad ist praktisch rund um die Uhr in Betrieb, haben wir das Ding immer an. So. Und wir hatten jetzt ein paar Stromausfälle. Und da hat das Ding mal wieder seinen Betriebszustand vergessen. Also das ist praktisch das Hauptproblem, dass es vergisst, dass es eingeschaltet ist. Und falls es einer auf die Idee kommt zu sagen, dann macht doch einfach eine Zeitprogrammierung, 24 Stunden. Ja, die vergisst es leider auch. So, das ist schlecht. Einerseits, weil es halt ein Therapiebad ist und immer an sein muss. Und wegen der Hygiene. Und zweitens, weil sonst der Inhalt des Filters in den Schwallbehälter läuft und dann wird der Schwallbehälter übervoll und das löst dann eine Sicherheitsschaltung aus und dann läuft die Pumpe kurz an, obwohl sie halt sich nicht gemerkt hat, dass sie an sein soll. Und wenn dann der Filter wieder gefüllt ist, dann stoppt das Ding wieder, bis dann wieder der Schwallbehälter voll ist, dann läuft es wieder an. Und das macht es halt so lange, bis einer hingeht und die Uhr wieder stellt und die Anlage wieder auf Dauerbetrieb stellt. So, wie gesagt, diese Zustandsspeicherung und Uhrspeicherung, das passiert mit diesem Supercap. Der hier drin ist, das ist schon einer, den ich schon mal gewechselt habe. Das war also schon mal kaputt, weil das Problem ist, dass der Maschinenraum von dem Schwimmbad, der ist sehr, sehr warm. So, diese Supercaps, die haben ja eigentlich halt den Vorteil, dass sie ewig halten gegenüber einem Akku. Leider sind sie trotzdem hitzeempfindlich. Und dann kommt hier noch dazu, das ist hier die Variante mit zwei Zellen in Reihe. Also in 5,5 Volt, ne, aus zwei 2,7 Volt Zellen zusammengesetzt. Und da ist dann auch das Problem, wenn eine von den Zellen Kapazität verliert, dann wird die andere Zelle überladen und dann geht das ganze Ding immer schneller kaputt. So, jetzt ist das hier wieder ein paar Jahre drinne gewesen, dieser Kondensator. Und ich habe jetzt gerade nachgemessen, wie sich die Spannung verhält, wenn ich die Betriebsspannung abschalte. So, der Kondensator interessanterweise ist nicht völlig tot. Die Spannung fällt. Aber nicht sofort. Ich kann mir jetzt höchstens noch vorstellen, dass eventuell der Innenwiderstand zu hoch ist, dass in dem Moment, wenn praktisch die Netzspannung ausfällt, die Übernahme sozusagen, die nahtlose Übernahme der Versorgung durch den Kondensator nicht klappt. Also ich rate auch nur. Und dass das Ding deshalb seine Einstellungen vergisst. So. Ich weiß noch, original war ein kleinerer drinnen, ein 0,5 Farad-Kondensator.
Ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, warum ich hier so ein großes eingelötet hatte, wahrscheinlich weil ich ihn auch gerade da hatte. Und das habe ich jetzt hier auch gerade da. Das ist jetzt 5,5 Volt, auch, aber nur ein halbes Fahrrad, glaube ich, hat der. Also 4, 7, 3 sollte eigentlich reichen, wenn er in Ordnung ist. Was hat der hier? 5,5 Volt, 1,0 Fahrrad, ja. Ja, die Dinger werden auch kleiner. Also wichtig ist halt, dass es 4, 8, 3. Okay. Also ist das 0,1 Fahrrad hier wahrscheinlich. Steht es irgendwo drauf? Da steht nicht drauf. Ja, ist auch egal. 4, 7, 3. Ja, wie gesagt, nicht so wichtig, der wirkliche Wert. Wichtiger ist halt, dass die Übernahme funktioniert. Und passt da rein? Naja, nicht so wirklich, aber... Ups, shit. Was haben sie denn hier überhaupt gemacht? Hier haben sie irgendwie Klebezeug drüber gemacht noch. Muss ich aufpassen hier, dass mir hier diese Verbindungen hier nicht wegreißen. Das ist ganz blöd gemacht. Das ist einfach nur so von oben hier aufgelötet. Das ist das Display. Muss ich aufpassen. So. Ja, nur ganz schnelles Video halt. Wie gesagt, Kondensatoren hier, diese Superkondensatoren sind eben leider auch kein Silver Bullet, keine Silberkugel, die gegen alles hilft. Die altern leider auch. Das letzte Mal, wo ich den gewechselt habe, war der alte definitiv komplett tot. Wie gesagt, jetzt im Moment kann ich es nicht wirklich sehen, dass er tot ist. Wenn ich hier messe, weil die Spannung fällt relativ langsam ab und selbst wenn ich, also das Ding wird geladen auf etwas über 4,7 Volt und dann fällt es relativ schnell auf 4,6 und dann langsam. Deshalb kann ich mir das nicht wirklich erklären, warum die Anlage so verrückt spielt. Insofern ist das jetzt hier nichts weiter als ein Versuch. Nochmal gucken, Polarität stimmt. Das ist wichtig bei diesen Dingern. Vom Prinzip her sind es Elektrolytkondensatoren. Ne? So, dann werde ich das mal ganz schnell hier wieder festschrauben, bevor mir das hier auseinanderfällt. Ich weiß gar nicht, was ist denn das hier? Sind das hier? Ich werde mir das mal kurz unter die Lupe nehmen. Was sind das für Dinger? Das sind einfach nur Drahtbrücken. Die mit so einem mit so einer Plasteschiene zusammengefasst sind, oder? Das ist bloß drauf geklebt. Das ist bloß drauf geklebt. Tut mir leid, dass es jetzt nicht steht, aber ich habe es jetzt hier gerade mit der Lupe. Sollte ich vielleicht, hier sehen auch einige schon ein bisschen grau aus. Hat auf die eigentliche Funktion keinen Einfluss, diese Brücken, aber vielleicht sollte ich sie nachher auch nochmal nachlöten, wenn ich das hier wieder eingebaut habe. So, und die Dinger hier, die stehen hier, glaube ich, bloß drauf, deshalb muss ich auch ganz vorsichtig sein. Ach, shit. Nee, die sind fest. Brauche ich mir gar nicht so viel Mühe geben. Auch gut. Gut, schraube ich das Display und das Ding wieder an. Dann gehe ich hier nochmal mit dem Lötkolben hier die Lötpunkte ab, weil mir das alles sehr wabbelig vorkommt hier. Und dann schreibe ich in die Videobeschreibung rein, ob ich Erfolg hatte. Das Problem ist eben hier gar nicht so sehr, wenn jetzt der Strom jetzt stundenlang aus ist oder jemand die Anlage, was weiß ich, die Sicherung rausmacht oder so und dort irgendwie arbeitet. Na, wenn man dann eben das wieder in Betrieb nimmt, dann weiß man, dass man hier wieder ran muss. Das Problem ist eben, wenn man so einen kurzen Stromausfall am Wochenende hat oder so, wie wir es jetzt gerade hatten, und dann hat man eben das Problem, dass die Anlage dann durch den Wasserstand im Filter halt, und dadurch, dass das in den Schwalbehälter läuft, dann ständig an- und ausgeht und dann die ganze Chemie alles durcheinander kommt und so. Ganz abgesehen davon, dass die Anlage eben erst wieder laufen müsste, stundenlang, bevor wieder dort
Schwimmübungen oder Wassergymnastik oder sowas halt stattfinden durfte. Ist eben halt alles ein bisschen strenger hier als beim Gartenpool. So. Okay. Ja. Das hier vermerken hier, dass ich den C20 jetzt hier gewechselt habe. Nicht, dass ich in einem Jahr vor demselben Problem stehe und denke, oh ja, das Ding speichert seine Werte nicht mehr, ich muss den Kondensator wechseln. Dann mache ich den Deckel auf und kann wenigstens reingucken und sagen, oh shit, nee, habe ich ja schon mal gemacht vor kurzem. Das ist es dann nicht. Wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier hilft. Das ist einfach nur ein Schuss ins Blaue. So, dann gehe ich jetzt noch mal ganz kurz hier die Lötstellen ab, hier zumindest hier die vorderen hier, die sehen halt schon, wie gesagt, so ein bisschen arg vergnaddelt aus. Eigentlich sind sie von unten gelötet. Aber das fühlt sich alles hier nicht mehr so wirklich gut an. Kriege ich diesen komischen Plastestreifen hier ab. Nee. Ist ja hier die Durchkontaktierung, wenn ich hier oben rangehe hier mit Zinn, dann fließt das halt auch durch und schmilzt das Zinn auch auf der Rückseite nochmal auf. Das Ding ist alt, das ist fast 20 Jahre alt hier. Das sieht natürlich jetzt hier nicht schön aus, weil das alles hier so ein bisschen die Plaste jetzt hier vor sich hinschmilzt. Ja, sollte reichen, falls da was war. So, gut, okay. Baue ich das jetzt wieder ein und dann, wie gesagt, das Ergebnis schreibe ich dann in die Videobeschreibung rein. Tschüss, das war's für heute schon.